Kolleginnen und Kollegen, damit können wir in die Tagesordnung einsteigen. Und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 36, Antrag der Fraktion der SPD betreffend frühe Bildung stärken, Kommunen und Eltern entlasten, Drucksache 19/4917, zusammen mit Tagesordnungspunkt 60, Dringlicher Entschließungsantrag von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Ausbau eines bedarfsgerechten, qualitativ hochwertigen Bildungs- und Betreuungsangebots, Drucksache 19/4949. Vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erstes spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen! Kindertagesstätten und Kinderkrippen sind für uns Bildungseinrichtungen. Wir wollen, dass alle Kinder möglichst früh in eine Kita gehen, denn damit steigen die Bildungschancen. Das gilt gerade für Kinder aus Familien, die finanziell nicht auf Rosen gebettet sind. Deswegen ist es für uns unabdingbar, um Bildungsgerechtigkeit herzustellen, die Gebühren in den Kindertagesstätten endgültig abzuschaffen. Jede Form von Gebühren sind Bildungsbarrieren. Der Zugang zu Bildung muss deshalb aus unserer Sicht gebührenfrei sein. Das gilt nicht nur für die Schule und für das Studium. Und es ist uns ja Gott sei Dank gelungen, Studiengebühren, die in Hessen einmal eingeführt waren, wieder abzuschaffen. Aber das, was für Universitäten und für Schulen gilt, muss eben auch für die frühkindliche Bildung gelten. Es muss eben auch gelten für die Kindertagesstätten. Weil in den Kitas werden die Grundlagen gelegt, und die Bedeutung der frühen Bildung ist mittlerweile auch unumstritten, selbst in diesem Haus. Wer frühkindliche Bildung aber ernst nimmt und als Grundstein für spätere Bildungserfolge sieht, muss geradezu zwangsläufig die Gebührenfreiheit anbieten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann nicht hingenommen werden, dass Eltern in Hessen zwischen ich kann auch warten, weil Herr Schwarz stört Sie. Gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es kann nicht hingenommen werden, dass Eltern in Hessen zwischen 45 und 300 € für einen Platz im Kindergarten oder zwischen 75 und sage und schreibe 700 € für einen Krippenplatz zahlen müssen. Nachdem ich gerade eben Ihren Antrag gesehen habe, in dem Sie dann eine Formulierung verwenden, es ist erkennbar, dass Elternbeiträge eine Belastung des Familieneinkommens darstellen können, muss ich sagen, das ist eine Form von Zynismus, die ich selten in einer solchen Debatte gesehen habe. Ja. Diese Spannbreite, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist ungerecht und kann auch mit vergleichbaren Lebensverhältnissen nicht mehr begründet werden. Für uns sind Gebühren für Kitas, für die frühkindliche Bildung generell nicht mehr zu vertreten. Bildung muss aus unserer Sicht endlich gebührenfrei werden. In der Antwort auf unsere Große Anfrage zur Kinderbetreuung in Hessen schreibt die Landesregierung, ich verkürze ein klein wenig, die Vielfalt der Gebührengestaltung spiegelt die Vielfalt des Angebots wider. Wiederhole. Die Vielfalt der Gebührengestaltung spiegelt die Vielfalt des Angebots wider. Ich sage Ihnen, wer solche Äußerungen macht, verhöhnt nicht nur die Eltern, die in Kommunen leben, die Finanzierung der Kinderbetreuung nicht mehr stemmen können, sondern er hat schlicht und einfach nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen sind auch auf der kommunalen Ebene aktiv. Und Sie wissen, dass längst die Aufwendungen für die Kinderbetreuung faktisch an vielen Stellen das Niveau der Defizite in den kommunalen Haushalten erreicht haben. In der Situation kommt dann häufig auch noch die Kommunalaufsicht und erklärt,
mit Blick auf das ungeschriebene Gesetz nach dem Motto, ein Drittel der Gebühren müssten durch die Eltern erwirtschaftet werden und bezahlt werden, dass man in dieser Zeit auch noch Gebühren erhöht. Das ist aus unserer Sicht dezidiert der falsche Weg. Es ist Ignoranz gegenüber den Situationen der Familien. Sie verspielen damit auch Teilhabemöglichkeiten und die notwendigen Fortschritte in der Bildungsgerechtigkeit. Deswegen legen wir Ihnen heute zum wiederholten Male ein Gesamtpaket vor, wie es gehen kann. Es ist auch immer wieder zu hören, dass Niedrigverdienende zu Gebühren ja gar nicht, keine Gebühren mehr zahlen müssten. Das stimmt in der Tat für diejenigen, die Empfängerinnen und Empfänger von Transferleistungen sind, also Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger nach SGB II und SGB XII. Für alle anderen stimmt es in Hessen zu über 90% nicht. Nur 9% der hessischen Kommunen staffeln ihre Gebühren nach Einkommen. Nur 9%. In allen übrigen Kommunen zahlen alle anderen den gleichen Beitrag, ob der Monatsverdienst nun 2.500 € beträgt oder 10.000 €. Auch deshalb muss die Gebühr weg, weil es um ein Riesenentlastungsprogramm für Familien geht, das auch in den Sonntagsreden der Union immer wieder beschrieben wird. Damit will ich gerne einen Vorwurf und Vorhalt aufnehmen, der in den letzten Tagen immer auch mal wieder von interessierter Seite aufgerufen wurde. Ja, auch die Gutverdienenden im Land müssen nach unserem Vorschlag keine Kita-Gebühr mehr zahlen. Sie zahlen allerdings auch keine Schulgebühren, und sie zahlen auch keine Studiengebühren. Gleiche Bedingungen in allen Bildungseinrichtungen, das ist unser Credo. Verteilungsfragen sind über die Steuererklärung zu lösen. Ich habe es eben schon einmal angedeutet, dass die Kommunen unter Druck stehen, und viele von Ihnen wissen das eigentlich auch. Deswegen sind wir froh, dass es gelungen ist, in der Großen Koalition die Bundesmittel für die Kitas und den Ausbau von Kitas deutlich zu erhöhen. Ich bin froh, dass sich meine Partei dazu verständigt hat und entschieden hat, das Thema Gebührenfreiheit auch mit Bundesmitteln zu begleiten. Das ist eine der Richtungsentscheidungen, um die es am 24. September in unserem Land geht. Im Lande Hessen sieht es in Bezug auf die Mitfinanzierung der Kitas durch das Land leider düster aus. Ich zitiere jetzt einmal den Kollegen Bocklet, der im März 2015, da hat er schon mitregiert, hier in diesem Haus gesagt hat, der Finanzierungsanteil des Landes an der Kinderbetreuung beträgt lediglich 10%. Und da hat der Kollege Bocklet ausnahmsweise recht. Und unser Anspruch ist, dass sich das ändert. Hessen bindet Mittel im kommunalen Finanzausgleich und leitet hoffentlich, das ist nicht immer ganz nachvollziehbar, die Bundesmittel auch entsprechend weiter. Ich will allerdings daran erinnern an dieser Stelle, dass der Anspruch der Gebührenfreiheit im Kita-Bereich nicht nur ein Thema der Sozialdemokratischen Partei ist, sondern der hessische Ministerpräsident im Vorwahlkampf 2013 ausdrücklich erklärt hat, vor der Wahl, dass er im Falle eines guten Verhandlungsergebnisses im Rahmen LFA, Länderfinanzausgleich, aus seiner Sicht ebenfalls möchte, dass die Gebühren entfallen. Nun ist das ja bei ihm häufiger so, dass vor der Wahl es etwas anders ist als nach der Wahl, weil als dann die Entscheidung zum Länderfinanzausgleich kam. Ich weiß, das wollen Sie nicht hören, aber Sie werden es immer wieder hier hören. Sie werden es immer wieder hören. In dem Moment, als der Länderfinanzausgleich verhandelt wurde und das Ergebnis feststand, hat der Ministerpräsident öffentlich erklärt, er will jetzt die Mittel für Schuldenabbau und für Investitionen für Forschung und Entwicklung an den Hochschulen. Das ist etwas völlig anderes als das, was er vor der Landtagswahl gesagt hat. Welche Position Sie heute einnehmen, werden wir ja gleich hören. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was da am Ende alles noch kommt. Ich will Ihnen aber auch mit Blick auf die Redezeit zwei weitere Punkte ansprechen. Erstens. Wir wollen mit dem, was wir an Paket vorlegen, ausdrücklich die Kommunen mit unterstützen durch einen deutlich höheren Landeszuschuss zu den Betriebskosten, weil es notwendig ist,
die Kommunen an dieser Stelle mit zu entlasten und zu unterstützen und die Verantwortung des Landes Hessen stärker auch in der Kinderbetreuung endlich zur Geltung zu verschaffen. Und das Zweite, auch das kann ich mir, möchte ich am heutigen Tage ausdrücklich noch einmal zum Thema machen, ist, wir verbinden das auch ausdrücklich mit dem Anspruch, das Kinderförderungsgesetz in seiner bestehenden Form abzuschaffen. Ausdrücklich. Dieses Bürokratiemonster, das Sie da geschaffen haben, wird den Ansprüchen überhaupt nicht gerecht. Ich will mal nur den Kollegen Frank Schmidt zitieren, der gesagt hat, mit Blick auf das KiföG, er sagt, er bekomme den gleichen Landeszuschuss wie vor dem KiföG, habe aber jetzt mindestens den doppelten Verwaltungsaufwand. Das ist die Kritik, die wir aus vielen Kinderbetreuungseinrichtungen hören, insbesondere der freien Träger, dass sie mit diesem Gesetz am Ende versucht haben, ein paar Bildungsansprüche zu formulieren. Die sind auch im Großen und Ganzen unstrittig. Aber das Instrumentarium, das sie damit geschaffen haben, am Ende das genaue Gegenteil bewirkt. Ihre gesamten Sondertöpfe gehen in den Regelbetrieb. Das ist auch das Ergebnis der großen Anfrage. Deswegen sagen wir sehr klar, mit Blick auf meine abgelaufene Redezeit, unser Anspruch ist, Gebührenfreiheit für die Eltern herzustellen, damit Familien entlastet werden, zweitens dafür zu sorgen, dass die Handlungsfähigkeit der Kommunen in dieser Frage gestärkt wird, und drittens, dass dieses Bürokratiemonster KiföG in seiner heutigen Form abgeschafft wird. – Herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Wiesmann für die CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Vorab, sehr geehrter Herr Schäfer-Gümbel, eines kann ich hier nicht stehen lassen. Wir sind an einem gleich zu Beginn von Ihnen vorgebrachten Punkt ganz anderer Auffassung als Sie. Wir finden es wichtig, dass frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung allen zur Verfügung stehen, die das in Anspruch nehmen wollen. Wir glauben aber nicht, dass es ein zu verabsolutierendes Ziel sei, dass Kinder so früh wie möglich in die Kita gehen. Denn der erste und wichtigste, das haben Sie formuliert, der erste und wichtigste Bildungsort für Kinder ist die Familie. Und weil sie ist deshalb auch so wichtig, weil Eltern sehr genau wissen, wie wichtig Betreuungsqualität ist. Und deshalb ist für die Eltern nach unserer Wahrnehmung das Qualitätsthema in der Kinderbetreuung heute das weitaus Wichtigere gegenüber den von Ihnen angesprochenen Punkten. Aber noch einmal von vorne. Einmal mehr legen Sie heute einen Antrag zur Kinderbetreuung vor. Nach mehreren Gesetzentwürfen zu KiföG und Gebührenfreiheit, die wir schon besprochen haben, der einen oder anderen Aktuellen Stunde, ist es heute nun ein Setzpunktantrag mit einem ganz großen Aufschlag, mit gleich drei Anliegen in der Überschrift. Sie haben es auch alles eben hier ausgeführt. Frühe Bildung stärken, Kommunen entlasten, Eltern entlasten. Klingt alles zusammen großartig. Der integrierte Wunschzettel aller an Familienpolitik Beteiligten. Wer will da widersprechen? Ich werde das jetzt tun. Ich möchte Ihnen nämlich gerne heute noch einmal in aller Ruhe auseinandersetzen, dass Ihr vermeintliches Rundum-Sorglos-Paket für Kinder, Eltern und Kommunen in Wahrheit für die nachwachsende Generation mindestens einmal eine riesige Hypothek ist. Und für den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei in diesem Land ist das auch ein schwieriger Vorschlag. Man könnte infrage stellen, wie verantwortungsvoll er ist. Aber der Reihe nach. Erster Wunsch auf dem Zettel, die Beitragsfreiheit. Zu den grundsätzlichen Aspekten habe ich mich hier schon oft geäußert. Ich will heute auf einen Punkt besonders hinaus. Sie wollen in Schritten sämtliche Beiträge für Leistung der Kinderbetreuung und frühkindlichen Bildung abschaffen. Ich vermute sogar auch die Gebühren oder Beiträge für die Nachmittagsbetreuung für Grundschulkinder. Dazu wollen Sie auch noch die Qualität erhöhen. Prima. Und jeder Träger soll trotz Entfallens der Elternbeiträge ebenfalls entlastet werden. In Summe soll das Land unter Anrechnung der Bundesmittel
zwei Drittel der Kosten der hessischen Kinderbetreuung übernehmen. Was heißt das? Ihr finanzpolitischer Sprecher hat kürzlich dargelegt, der erwünschte Landesbeitrag zur Kinderbetreuungsfinanzierung belaufe sich auf 1,4 Milliarden € pro Jahr. Ich möchte, obwohl Sie das sogar alles wissen, doch noch einmal daran erinnern, dass wir 1999 in Hessen mit 60 Millionen € Landesbeitrag gestartet sind oder das von Ihnen übernommen haben. Unter Verantwortung der SPD war es so. Und es ist zum Glück schon lange her. 2006, und das ist weniger lange her, aber ich sage es fairnesshalber dazu, waren es 100 Millionen €. Und seither ist dieser Etat für frühe Bildung, Erziehung und Betreuung in Hessen auf 460 Millionen € jährlich angewachsen, fast eine Verfünffachung. Im selben Zeitraum, und das muss ja auch einmal gesagt werden, es ist schade, dass Herr Merz es jetzt nicht hören kann, trotzdem gute Besserung bitte an ihn. Ja, bitte. Es wurde nämlich immer wieder von ihm hier gesagt, die Zunahme der Landesleistung sei ja schlicht der Steigerung der Platzzahlen geschuldet. Das ist falsch. Diese Landesregierung und ihre CDU-geführten Vorgängerinnen haben enorme Anstrengungen unternommen, um jedes Hessenkind nicht nur im gewünschten Umfang betreut und gebildet zu wissen, sondern auch dazu noch einen Beitrag, einen wachsenden Beitrag je Kind geleistet, von rund 440 € 2006 pro Kind und Jahr auf rund 1780 € pro Kind und Jahr heute. Das nehmen Sie bitte einfach bei der Gelegenheit mal zur Kenntnis. Hier wird nicht nur irgendwie der Rechtsanspruch erledigt mit Geld, das gar nicht aus dem Lande kommt, sondern hier wird ein massiv steigender Landesbeitrag in die frühe Bildung jedes Jahr pro Kind gebracht und eben auch noch für immer mehr Kinder. Das ist eine tolle Leistung, für die muss ich mich wirklich mal auch bei uns als Haushaltsgesetzgeber mal bedanken und die Landesregierung loben. Aber das verdreifachen wir jetzt einfach noch einmal so. Das ist ja der Vorschlag der SPD. Eine ziemlich wohlfeile Forderung, denn wenn man 460 noch 900 draufschlägt, dann verdreifacht man das. Und Sie sagen dazu, wo das Geld dann herkommen soll, eigentlich gar nichts. Ein mageres Sätzchen zum Schluss Ihres allumfassenden Antrags verweist auf die verbesserten Einnahmen, die, Zitat, entstanden sind und noch entstehen. Hurra! Ja, das ist, so ist finanzielle Verantwortung bei der SPD nachzulesen. In Wahrheit ist das ein gigantisches Programm, um einen gerade erst mühsam konsolidierten Landeshaushalt aus den Angeln zu heben. Und Sie heben noch etwas Zweites Wichtiges aus den Angeln, nämlich die originäre Zuständigkeit der Kommunen für die Bereitstellung einer bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Kinderbetreuung. Wir von der CDU und auch unsere grünen Partner sind nicht der Auffassung, dass dies so richtig wäre. Wir wollen die insgesamt vernünftige Verteilung der Zuständigkeiten in diesem Bereich so belassen, wie sie ist. Und damit es kein Missverständnis gibt, sage ich das dazu, einschließlich der freiwilligen Mitverantwortung von Bund und Land für die Investitionen in neue Plätze und auch des Landes für eine möglichst gute Qualität im Sinne von Mindeststandards und besonderen Förderungsbedarfen. Das funktioniert nämlich auch gut vor Ort. Die Kommunen ermitteln den Bedarf und erfüllen ihn auch. Und dabei soll es bleiben. Zweiter Wunsch, jetzt muss ich etwas schneller werden, Entlastung der Kommunen. Diese Landesregierung, das ist hier schon vielfach gesagt worden, deshalb mache ich es nur ganz kurz, hat eine hohe Wertschätzung für die Kommunen als Kernelement unserer föderalen Ordnung. Und auch uns als die tragenden Fraktionen sind die Zustände in den Kommunen nicht egal, gerade im Gegenteil. Deshalb haben wir, die Landesregierung und der Haushaltsgesetzgeber, viel getan, um Kommunen zu unterstützen, stichwortartig nur die beiden kommunalen Investitionsprogramme, überwiegend landesseitig finanziert, die Reform des KFA, die erfolgreiche Schutzschirmpolitik, ja, und eben auch der Ausbau der Betriebskostenfinanzierung. Übrigens ist durch die Leistungen des vielgeschmähten KiföG der kommunale Finanzierungsanteil an den Gesamtbetriebskosten der Kinderbetreuung gesunken um 2,4 %. Das haben Sie auch nicht gesagt, man muss es aber wissen. Dritter Wunsch, Entlastung der Eltern. Ja, auch uns ist es eminent wichtig, dass Eltern nicht über Gebühr belastet sind. Im Gegenteil, unsere Familienpolitik zielt grundsätzlich auf Elternentlastung ab. Warum? Weil Eltern der Dreh- und Angelpunkt in Familien sind, weil ihre Kinder und manchmal sogar noch die eigenen Eltern, also die Großeltern, wenn man will, auf ihre Fürsorge angewiesen sind. Deshalb reden wir übrigens auch nicht gern von Kinderarmut. Wir reden lieber von Familienarmut, und das ist Elternarmut. Und Eltern sind im Zentrum. Die Frage ist aber nun, was entlastet Eltern?
Und unsere Antwort lautet, Eltern brauchen vieles. Sie brauchen, wie jeder seit Frau von der Leyen weiß, Zeit, Infrastruktur und Geld. Und Infrastruktur muss nicht nur vorhanden sein, und das ist uns hier besonders wichtig, sie muss auch gut sein. Denn sonst sind Eltern eben nicht wirklich entlastet. Und sonst ist auch außerfamiliäre Kinderbetreuung gerade ganz früh nicht wirklich zu verantworten. Und das haben Eltern auch dieser Tage wieder betont, als man sie gefragt hat, wo es eigentlich ihre Prioritäten sind. Spätestens seit der Enquete Bildungsgerechtigkeit wissen wir außerdem, es braucht ein außerordentliches und deshalb auch teures Qualitätsniveau, damit Kita und Kindergarten wirklich Bildungsbarrieren für die Benachteiligten überwinden helfen. Und der Weg dahin ist noch weit. Und auch deshalb hat für uns neben der Erfüllung des Betreuungsbedarfs die Arbeit an weiteren Qualitätsfortschritten in der Kinderbetreuung so hohe Bedeutung. Insgesamt verfolgen wir nämlich deshalb eine Familienpolitik, die in allen Dimensionen voranschreitet. Und das haben wir auch auf allen Ebenen in den letzten Jahren so gemacht. Wir haben auf Bundesebene Rechtsansprüche eingeführt. Wir fördern nun hier in Hessen die Bereitstellung dieser Plätze. Wir sorgen mit dem hessischen KiföG für gute Mindeststandards und setzen Qualitätsanreize. Wir haben im Bund seit vielen Jahren Freibeträge und Kindergeld immer wieder und insgesamt massiv erhöht, Familienleistungen wie das Elterngeld eingeführt. Und wir haben im Land schon 2007 das letzte Kindergartenjahr freigestellt und es dabei auch belassen. All dies, um Eltern auch finanziell nicht unzumutbar zu belasten. Und diesen Dreiklang behalten wir auch weiterhin im Blick. Das können Sie in unserem Antrag auch nachlesen. Ein Letztes. Das geht auch nur ganz schnell. Ich möchte Ihren Versuch zurückweisen, so ganz en passant noch einmal das KiföG schnell schlecht zu reden. Warum machen Sie das? Es sagt Ihnen doch der Evaluationsbericht und der Runde Tisch Kinderbetreuung hat es bestätigt, dass das Horrorszenario, das Sie befürchtet haben, nicht eingetreten ist. Sie rufen nach mehr Qualität und wollen die Qualitätspauschale abschaffen. Sie reden von Bürokratiemonster und haben in Ihrem früheren Gesetzentwurf den zweiten Stichtag vorgeschlagen. Sie behaupten, das steht im Antrag, Sie behaupten, wer mehr als 35 Stunden anbiete, lege drauf. Das ist fast ein wörtliches Zitat Ihres Antrags. Dabei ist es Quatsch. Es gibt eine Ganztagspauschale, die Sie erst jenseits von 35 Stunden für das Kind, das den Ganztag gebucht hat, bekommen. Und die von Ihnen beklagte Abwesenheit des vierten Betreuungsmittelwerts. Das ist eine finanzielle Entlastung. Man kann es kritisieren, weil man sagt, da muss nicht entsprechend Personal dazu. Aber die sorgt gerade dafür, dass Kinder Tageseinrichtungen länger aufhaben können und deshalb eben nicht höhere Kosten haben. Also, da müssen Sie noch einmal was sortieren. Ich komme zum Schluss. Letzter Punkt. Wir halten drei Entwicklungsdimensionen in der Kinderbetreuung für wichtig. Die Verfügbarkeit der Plätze, die Qualität von Bildung, Betreuung und Erziehung und auch die finanzielle Belastung von Familien, und zwar sowohl heute als auch morgen und übermorgen. Und wir stellen uns auch den mit diesen Zielen verbundenen Abwägungen, anstatt wie Sie auf den Weihnachtsmann zu warten, der nämlich nicht kommt. Manchmal kommen, Kollegin Wiesmann, bitte letzter Satz. Manchmal kommen unerwartete Steuereinnahmen und manchmal auch eine Reform des LFA. Aber der Weihnachtsmann, den Sie benötigen, um Ihren Rundumschlag hier zu finanzieren, der kommt garantiert nicht. Das ist nämlich ein Oppositionsweihnachtsmann. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD! Das meinen Sie jetzt nicht ernst, war mein erster Gedanke, als ich Ihren Antrag gelesen habe. Wir haben am 27. Januar 2016 einen Gesetzentwurf als LINKE eingebracht, mit dem die Elternbeiträge abgeschafft, die Kommunen finanziell und organisatorisch entlastet werden sollen, um die Qualität zu verbessern und die bürokratische Mittelbeantragung zu reduzieren. Kennen Sie das? Das sind im Wesentlichen die Vorschläge, die Sie jetzt hier einbringen. Es gibt nur kleine Unterschiede.
Sie wollen die Elternbeiträge in 4 Schritte abschaffen, leider ohne Zeitplan. So kann die Regierung sogar zustimmen und das Ganze auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Wir wollten die Beiträge sofort abschaffen. Dafür wollten wir die Kommunen bis 2020 von der Kita-Finanzierung entlasten. Die SPD will jetzt den kommunalen Anteil auf 2/3 der Kosten beschränken. Die bürokratische Landesförderung pro besetzten Platz soll durch eine gruppenbezogene Förderung ersetzt werden. So weit sind wir nicht gegangen. Allerdings haben wir uns die Arbeit gemacht, einen Gesetzentwurf zu formulieren und keinen Antrag mit Vorschlägen, Auffassungen und Absichtserklärungen. Die Abschaffung der Sondertöpfe, wie es die SPD nennt, zugunsten einer höheren Grundförderung, war ebenfalls unser Antrag mit der Absicht, die Träger und Kommunen vom bürokratischen Aufwand zu entlasten. Es gibt eine Menge Überschneidungen. Schließlich haben wir sogar einen neuen Gesetzentwurf eingereicht, weil in der Anhörung zusätzliche Aspekte genannt wurden, wie die Anpassung an tarifliche Entwicklung, die Notwendigkeit einer weiteren Differenzierung und die Festschreibung von fachlichen Standards. Es hätte also genügend Gelegenheiten gegeben, zu einem gemeinsamen Gesetzentwurf oder zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen. Stattdessen haben Sie unseren Entwurf abgelehnt. Wenn Sie soziale Politik machen wollen in diesem Land, dann machen Sie das. Aber dann machen Sie es konsequent und ehrlich und nicht als Wahlkampfgetöse kurz vor Wahlterminen. Da komme ich noch hin. Da komme ich noch hin. Da komme ich noch hin. Weil an Sie habe ich Folgendes zu sagen. Nahezu täglich erreichen uns die Meldungen von Kommunen, die Beschlüssen zu Beitragsfreiheit und Entlastung der örtlichen Haushalte von der Finanzierung der Kinderbetreuung fassen. Gerade kam die Resolution des Werra-Meißner-Kreises. Einstimmig hat der Kreistag den Hessischen Landtag aufgefordert, die rechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, dass Eltern von den Kita-Gebühren und Kommunen von den Kosten entlastet werden. Auch die CDU hat zugestimmt. Also kann doch irgendwie das mit der Auffassung, die Sie hier vertreten, nicht ganz so sein. Ebenfalls im Werra-Meißner-Kreis liegt die Gemeinde Ringau. Die hat die Landesregierung aufgefordert, die finanziellen Mittel für die Gebührenbefreiung und die Entlastung der Kommunen bereitzustellen. Auf Antrag der CDU wurde in Wanfried einstimmig eine solche Resolution beschlossen. Im Kreistag Kassel wurde ein ähnlicher Beschluss gefällt. Der Kreistag in Groß-Gerau hat sogar schon zweimal diese Position festgehalten, beim letzten Mal einstimmig. Das ist nur einiges, was ich hier jetzt nennen will. Sollte es Ihnen langsam zu denken geben. Und Frau Wiesmann, wenn, wie Sie eben gesagt haben, in Bildung zu investieren eine Hypothek ist, Sie haben von Hypothek gesprochen, dann finde ich Sätze, wie sie in Ihrem Antrag stehen. Für den Landtag steht außer Zweifel, dass Kinder die Zukunft unserer Gesellschaft sind und Ihnen und Ihren Familien daher die entsprechende Aufmerksamkeit und Wertschätzung im politischen Handeln gebührt. Einen Hohn. Weil wenn man das wirklich will, dann ist Investition in Bildung keine Hypothek, sondern eine dringende Notwendigkeit. Sie geraten unter Handlungsdruck. Ist Ihnen das bewusst? Die Ausflüchte von wegen, es kommt den Wohlhabenden zugute oder die Qualität steht im Vordergrund, das zieht nicht mehr. Gute Qualität ist nur möglich, wenn genügend Geld in den Kommunen für die Kindertagesbetreuung vorhanden ist. Ansonsten ist es schwierig, qualifizierte Erzieherinnen zu finden und genügend Personal für die Qualität zur Verfügung zu haben. Schöne Bauten erfreuen uns zwar, nutzen aber nichts, denn Kinder brauchen Menschen, die sich ihnen zuwenden. Dass immer mehr Eltern rechnen müssen, ob sie die Kinder und wenn ja, wie lange in die Kindertagesbetreuung geben oder ob sie die Elternzeit nutzen oder Tageseltern wählen, weil das mancherorts günstiger ist, oder die Kinder vom Mittagessen abzumelden, das ist doch bekannt, und das können Sie ja nicht wegreden. Schließlich reden wir haben wir bei der Sitzung Anfang Mai über Kinderarmut geredet, die 18% der hessischen Kinder betrifft. Und nur ein Teil von denen ist eben Empfänger von Grundsicherungsleistungen und daher von den Gebühren befreit. Der andere Teil muss Gebühren bezahlen und ist da ganz hart betroffen. In der Evaluation des KiföGs wurde eines sicher ganz besonders deutlich. Mit diesem Gesetz und seiner kleinteiligen Individualforderung wurde ein Bürokratiemonster geschaffen, das Träger, Einrichtungen, Kommunen und Kreisverwaltungen und Erzieherinnen erschlägt. Immerhin, Sie kommen dann nicht mehr auf dumme Gedanken, etwas zu fordern oder etwas zu ändern. Dazu fehlt die Zeit. Man kann nur noch funktionieren.
Das ist mir in den Gesprächen bei den vielen Auswertungsveranstaltungen aufgefallen. Und, Frau Wiesmann, Sie haben es doch zu hören bekommen, auch bei der letzten Veranstaltung wieder. Insbesondere Erzieherinnen werden davon blockiert. Da frage ich mich doch, war das am Ende Absicht? Erschlage ich die Kinderbetreuung mit Beschäftigung in Sachen Bürokratie, dann bleibt nicht mehr so viel Kraft übrig, sich zu wehren gegen schlechte Gesetze. Ich erwarte, ja, denn Sie haben sich gewehrt vorher, und zwar massiv. Die Anzahl der Unterschriften, die hier abgegeben worden sind, daran erinnern sich alle noch. Ich erwarte von der Landesregierung eine klare Aussage. Was soll mit dem KiföG passieren? Wie hält sie es mit der Beitragsfreiheit? Wann bekommen die Kommunen endlich mehr Geld? Diese Fragen müssen im Hinblick auf die Landtagswahlen beantwortet werden. Und das wollen auch die Kommunen von Ihnen wissen. Und die wollen endlich eine andere Haltung dazu. Die wollen, dass die Kinderbetreuung vor Ort so ausgestattet werden kann und dass die Kommunen in die Lage versetzt werden. Und dazu ist die Landesregierung in der Verantwortung. Und das heißt nicht, dass man nicht das Handeln vor Ort bei den Kommunen lässt. Aber die Frage ist doch, wie man sie finanziell ausstattet, damit es ihnen möglich wird, dort eine gute Kinderbetreuung zu organisieren. Und da müssen Sie Farbe bekennen. Vielen Dank. Als Nächster hat das Wort Kollege Bocklet, Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir wollen in Hessen, dass jede Familie, die das benötigt, einen Kinderbetreuungsplatz findet. Es hat vielerlei Gründe, warum das wichtig ist: die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, frühkindliche Bildung, Kinder schon früh, so früh wie möglich auch tatsächlich Gruppenerfahrung, pädagogische Erfahrung, Lernerfahrung zu ermöglichen. Kinderbetreuung ist für diese Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen ein wesentlicher Bestandteil ihrer Landespolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann stellt sich die Frage, was sind tatsächlich die Herausforderungen in der Kinderbetreuungspolitik in Hessen? Zunächst einmal braucht jede und jeder, der dies wünscht, einen Betreuungsplatz. Und da wissen wir, dass wir einen Nachholbedarf haben bei Betreuungsplätzen unter 3 Jahren, dass wir bei Betreuungsplätzen in Ganztagsfragen oder aber auch beim Pakt für Nachmittag an den Grundschulen nach wie vor einen Nachholbedarf haben. Dort investieren wir viele, viele Millionen, weil wir die Quantität ausbauen wollen. Zweitens. Wir wissen, dass viele Eltern, Erzieherinnen und Träger sagen, die Qualität der Kinderbetreuung muss weiter ausgebaut werden. Und ich möchte gerne noch einmal den Vergleich ziehen. Wir haben im Jahre 1919 zum ersten Mal ein flächendeckendes in der Weimarer Republik Schulgesetze eingeführt, die es ermöglicht haben, die Infrastruktur der Schulen und der Universitäten weiter auszubauen. Wir haben aber erst 1996 den Rechtsanspruch für einen Kinderbetreuungsplatz bekommen und erst 2012 einen Rechtsanspruch für Kinderbetreuung unter 3 Jahren bekommen. Das allein schon zeigt anhand der Gesetzgebung, dass wir historisch eine Menge aufzuholen haben. Ich selbst erinnere mich noch, ich habe 2 Kinder, ich erinnere mich noch, wie ich von meiner Kinderbetreuungseinrichtung gebeten worden bin, doch einmal in der Woche selbst zu kochen. Ich weiß nicht, ob das die Qualitätsdebatte in der Kinderbetreuung ausgelöst hat. Aber das zeigt doch noch tatsächlich, dass wenn Eltern noch eingebunden wurden in ehrenamtliches Engagement, in Improvisation der Kinderbetreuung, was sich in wenigen Jahren auch an Professionalisierung verändert hat und welche Erwartungen auch zu Recht an frühkindliche Bildung gestellt werden. Deswegen haben wir einen Bildungs- und Erziehungsplan einvernehmlich beschlossen, der dieser Qualität in den hessischen Kindergärten tatsächlich einen Qualitätsschub geben muss. Aber dieser Qualitätsschub, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist auch nicht für den Nulltarif zu haben. Wir wollen in Hessen den Ausbau der Qualität in Kinderbetreuungseinrichtungen. Und jetzt Wir haben bei der Kinderbetreuungsquote von unter 3-Jährigen, was haben wir erreicht in den letzten Jahren? Von 12% auf 30% Betreuungsquote bei Kinderbetreuung unter 3 Jahren. Auf 30%. Die Quantität ist ausgebaut. Der KiföG-Evaluationsbericht hat gezeigt, dass wir in den letzten 2 Jahren 148 neue Kinderbetreuungseinrichtungen in Hessen haben. 148 neue Kinderbetreuungseinrichtungen, die das Land mitfördert. Also, wie Sie sehen, der Schwerpunkt läuft, er beginnt und er wird weiterlaufen. Quantität muss ausgebaut werden. Und bei der Qualität, Frau Kollegin Wiesmann hat es gesagt, wir haben 100 Millionen noch vor wenigen Jahren, vor 5 Jahren, 2006, vor 10 Jahren gehabt, und wir haben jetzt 460 Millionen. Man kann also nicht sagen, dass das Land sich seiner gesamtgesellschaftlichen Aufgabe entzieht.
Aber auch wir sagen, wir wollen die Qualität weiter ausbauen. Wir haben gemeinsam einen Evaluationsbericht verabschiedet. Er liegt vor über 500 Seiten. Wir diskutieren jetzt darüber, wie man gezielt die Vorschläge, die Handlungsempfehlungen des Evaluationsberichts aufnimmt und weiterentwickelt. Das haben wir im Koalitionsvertrag festgehalten, und wir werden die Qualität weiterentwickeln. Und natürlich ist es so, das mag der SPD und der Linkspartei nicht gefallen, und mir selbst, ich habe auch andere Sorgen und Befürchtungen gehabt noch vor dem KiföG. Ich persönlich stehe dafür, dass ich das KiföG so kritisiert habe, weil wir viele Sorgen und Befürchtungen hatten. Aber wir müssen auch anerkennen, dass viele Sorgen und Befürchtungen eben nicht eingetreten sind. Es hat keine Einrichtung geschlossen. Es wurde kein Personal abgebaut. Es wurden mehr Einrichtungen eröffnet. Keine Öffnungszeiten wurden gekürzt. Das muss man auch einmal zur Kenntnis nehmen. Aber es ist kein Ruhekissen. Nur weil es nicht schlechter geworden ist, ist es nicht ein weiterer Handlungsauftrag, Qualität weiter zu verbessern. Das wollen wir machen. Das wird viele, viele Millionen kosten, meine sehr verehrten Damen. Wir sind bereit, das auch zu gehen. Und wir haben auch immer gesagt, und da spreche ich, glaube ich, für alle im Saal, Kinderbetreuungskosten, Elterngebühren sind eine Belastung für Familien. Das kostet Geld, das ist doch keine Frage. Und wer bezahlt schon gerne Geld? Und mehr noch, wer findet es denn nicht wünschenswert, dass wir Elterngebühren, Beitragsgebühren abschaffen? Das ist doch ein wünschenswertes Ziel, wenn man das unter dem Leitgedanken sieht, Bildung soll kostenlos sein. Aber wenn man es zu dialektisch diskutiert und auch so sagt, in welcher historischen Situation sind wir, wo sind wir gestartet, wie ist die Quantität, das Angebot, wie ist die Qualität, dann muss man auch sagen, wir sind auch aufgefordert, finanzpolitische Schwerpunkte zu setzen. Und wir haben sie klar gesetzt. Wir haben gesagt, erst Quantität, weil nur ein Betreuungsplatz können wir kostenlos machen, den es überhaupt gibt. Wir können auch nur die Qualität verbessern von Plätzen, die es gibt. Und wir können auch nur diese Plätze kostenfrei stellen, die gut sind, die es überall und ganztägig gibt. Und deswegen muss man einen Schritt nach dem anderen gehen, und das ist die Politik der Hessischen Landesregierung, die Politik von CDU und GRÜNEN, und sie ist auch richtig, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber ich will es auch noch einmal sagen, weil ich finde es gefährlich, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, mit bestimmten Begriffen zu argumentieren, die nachweislich falsch sind. Wenn Sie sagen, die Kommunen können nicht Beitragsfreiheit vollziehen. Wir wissen, wir haben sehr ungleiche kommunale Situationen. Einige Städte tun das, andere erheben die Gebühren an. Dann sagen Sie, die Landesregierung sinngemäß, ich weiß, ich finde das Zitat jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, würden die Kommunen im Stich lassen. Da kann ich Ihnen nur die Zahl sagen, der kommunale Finanzausgleich hat die Rekordhöhe von 4,6 Milliarden € erreicht. 4,6 Milliarden, Herr Finanzpolitiker Schmidt, und Sie sind 1 Milliarde mehr als vor 5 Jahren im kommunalen Finanzausgleich. Können wir das einmal jetzt feststellen? Das ist einfach, Ihre Behauptung ist falsch. Ihre Behauptung ist falsch. Und ein weiteres zum kommunalen Finanzausgleich. Die Kinderbetreuungskosten wurden in dem Prozedere voll angerechnet. Also, die Kommunen wurden die Kosten angerechnet, voll zur Kenntnis genommen, mitverarbeitet und angehoben. Kommunen werden vom Land nicht im Stich gelassen. Sie haben die Möglichkeit, weiter in Kindergärten zu investieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. So. Und mein letzter Punkt. Sie haben das Wort Bildungsbarriere genannt, Herr Schäfer-Gümbel. Ich sage die Vorbemerkung noch einmal, damit ich nicht falsch verstanden werde. Auch für uns GRÜNE ist es ein wünschenswertes Ziel, dass wir an einem Tag tatsächlich kostenlose Kindergärten haben. Aber unter den Gesichtspunkten der Quantität und Qualität gibt es andere Prioritäten in dieser Stunde. Aber zu behaupten, es wäre eine Bildungsbarriere, finde ich, ist fahrlässig. Herr Schäfer-Gümbel, in Hamburg und Rheinland-Pfalz sind die Kindergartengebühren abgeschafft. In Hamburg gibt es im dritten Kindergarten 92% Betreuung, in Rheinland-Pfalz 93,5. In Hessen beträgt die Betreuungsquote im dritten Kindergarten 94%, obwohl es Gebühren gibt. Also das Argument, es würde Eltern davon abschrecken, ihr Kind, ich habe nur diese eine Zahl rausgesucht, ich hätte es auch noch andere finden können. Das Argument, Elterngebühren würden dazu beitragen, ihr Kind nicht in den Kindergarten zu schicken, ist nachweislich falsch. Wiederholen Sie das bitte nicht. Es streut falsche Begriffe. Und nun, weil man sich tatsächlich auch ab und zu mal in die Verlegenheit kommt, die Opposition ernst zu nehmen mit ihren Vorschlägen. 1,4 Milliarden €
1,4 Milliarden €, Herr Kollege Schäfer-Gümbel, wollte es in der Endausbaustufe das Land Hessen übernehmen für die Kinderbetreuung. 1,4 Milliarden. Bisher waren die Setzpunkte der SPD nur im dreistelligen Millionenbereich. Jetzt sind die Setzpunkte mittlerweile im Milliardenbereich. Und dann darf ich mir Ihnen mal ganz kurz vortragen zur Frage der Seriosität Ihrer Vorstellung oder die Abteilung, wir versprechen allen alles, um möglichst noch eine Kampagne herausarbeiten zu können. Sie haben die Erhöhung der kommunalen Finanzausgleichsmittel um ein weiteres Mal um 1 Milliarde, Herr Rudolph, am 3.12.2014 gefordert. 1 Milliarde mehr für den kommunalen Finanzausgleich. Sozialer Wohnungsbau am Ende 2 Milliarden pro Jahr, 500 Millionen. Erhöhung der Besoldung für die Beamten, 230 Millionen. Sie haben die Grunderwerbssteuererhöhung abgelehnt, 155 Millionen. Sie wollen 40 Millionen mehr in Landesstraßenbau, 22 mehr für ÖPNV, 22 für die soziale Infrastruktur. Wir kommen auf 3 Milliarden € der SPD-Forderungen bei einem Landesetat knapp über 20 Milliarden €. Ist das seriös? Glauben Sie wirklich, dass solche Forderungen aneinandergereiht seriös sind? Ich finde, Kollege Bocklet, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein, ich habe noch 17 Sekunden, Frau Präsidentin. Ich habe noch 17 Sekunden. Ich finde, dass man auch in der Opposition nicht allen alles auf einmal versprechen kann, weil es auch um die Frage geht, eine Verantwortung, wenn man danach regiert. Und es könnte ja mal sein, dass Sie irgendwann mal in die Regierung kommen. Dann haben Sie viele Bürgerinnen und Bürger fast etwas versprochen, was Sie gar nicht halten können, weil Sie es alles auf einmal 3 Milliarden € gar nicht finanzieren können. Von Ihrer Schwarte, die Sie versprochen haben, bis es kracht, die Sie investieren wollen, haben Sie auch noch im Interview gesagt, Sie wollen außerdem noch investieren, bis die Schwarte kracht. Da waren die 3 Milliarden € noch gar nicht genannt. Also, wenn Sie allen so viel versprechen, Sie müssen doch einmal darüber nachdenken, dass Sie es irgendwann mal, Bocklet, kommen Sie bitte zum Schluss. Dass Sie tatsächlich irgendwann mal etwas halten müssen. Und Sie wissen genau, dass Sie diese Summe nicht auf einmal finanzieren können. Man muss Schwerpunkte setzen. Sie tun das nicht. Das ist unseriös. Wir brauchen Quantität, Qualität ausgebaut. Und das ist der richtige Schritt in dieser Stunde. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.